Servus, liebe YouTube-Zuschauer. Heute geht's um dieses Kofferradio von Grundig, den Music Boy. Den habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, nachdem jetzt endlich wieder Flohmärkte sind. Ja, nutze ich das natürlich und schau mal, dass ich da so viel wie möglich mitnehmen kann, weil in den letzten 2 Jahren war ja leider eher Ebbe, was Flohmärkte zumindest anbelangt. Und da muss man doch das jetzt mal wieder auskosten. Naja, auf jeden Fall habe ich diesen Grundig auf dem Flohmarkt gekauft. Ja, erste Bestandsaufnahme. Sehen wir gleich mal hier, die Antenne ist abgebrochen. Und die Skala hat einen Riss. Ja, ich sag, das Radio war dementsprechend auch vom Preis her günstig. Für 2 Euro habe ich den mitgenommen. Ja, da kann man nichts falsch machen bei diesem Preis. Und diese Kofferradios von Grundig, sag ich mal, sind eigentlich gar nicht schlecht. Ja, die sind eigentlich qualitativ sehr gut sogar. Wir haben auch hier schon UKW. Schauen wir mal, ob wir das hier sehen können. Bis 108. Ja, ich meine, dass der so Ende der 60er Jahre, glaube ich, von Grundig auf den Markt gebracht wurde. Hat leider noch kein eingebautes Netzteil drinnen, sondern wird betrieben über diese 4,5 Volt Blockbatterien. Da sind 2 Stück drinnen und damit läuft der gute. Ich habe ihn vorhin schon mal am Labornetzteil einfach mal angeschlossen, um die Funktion zu überprüfen, und der läuft auch. Also das ist eigentlich, ja, freut mich natürlich. Ach ja, dieser Knopf hier, der hat auch gefehlt, den habe ich jetzt schon ergänzt. Da habe ich vorhin in meiner Kruschkiste den gefunden, der schaut diesen hier ja eigentlich relativ ähnlich und fügt sich da eigentlich dann gut, ganz gut dazu. Ja, ich habe ihn auch aber noch nicht sauber gemacht, also das kommt dann zum Schluss mal wieder. Ich bin da ja eh meiner, ich mache erst die Sachen immer zum Schluss sauber, wenn sie schon repariert sind. Ja, wir wollen jetzt halt hier die Antenne austauschen. Ja, weil mit der Antenne ist leider nicht mehr viel anzufangen, ja. Ich habe da mal geschaut in meinem Sammelsurium, habe die 2 Antennen da gefunden. Es sind ziemlich gleich. Ich meine, das sind auch diese Antennen, wie sie hauptsächlich in den Grundig-Kofferradios zu finden sind. Ja, dann würde ich jetzt sagen, jetzt mache ich ja mal hier das Gehäuse auf, damit wir da an Chassis ran können und an die Antenne dann rankommen. Ja, den Grundig habe ich jetzt halt hier mal von seinem Gehäuse befreit und wir sehen jetzt hier das Chassis von dem Kofferradio. Es war eigentlich ganz einfach. Man musste am Anfang hier, wenn ich die Skala schnell mal hier ins Bild zeige, hier war eine Schraube hier und dann hat man da noch eine Schraube da. Die musste ich beide lösen, dann konnte ich die Skala hier abnehmen und dann mussten beim Gehäuse unten hier war eine Schraube. Da war eine Schraube und hier drinnen war auch noch eine Schraube. Die beiden Schrauben musste ich rausschrauben und dann konnte ich hier das Ganze rausholen, da das Radiochassis. Eigentlich sehr servicefreundlich gelöst von Grundig. Da muss man doch ein Lob mal aussprechen. Ja, das haben sie gut gemacht, die Herrschaften. Ja, die Antenne wollen wir ja jetzt tauschen und ich habe schon gesehen, also die Antenne ist wirklich identisch mit der, die ich hier in meiner Kruschkiste gefunden habe, das ist schön, dann müsste dieser Antennentausch eigentlich recht schnell durchgeführt sein. Ja, ich habe jetzt gerade mal hier geschaut, es müsste die Schraube, da muss ich jetzt mal schnell lösen, dann kann ich nämlich hier diesen Halter da, den da nach unten rausholen und nach unten rausholen, ja genau, damit ich die neue Antenne dann da drauf stecken kann, damit ich da ran kann. Ja, das mache ich jetzt mal schnell in der Zwischenzeit. Ja, wir sind immer noch mit dem Antennenwechseln beschäftigt. Wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe, dass ich hier diese Schraube da lösen muss, nur um diesen Halter rauszubekommen. So einfach ist es nicht. Der Halter ist auch noch angelötet. Ja, man könnte jetzt auch hergehen und schnell einfach diese Lötpunkte da schnell auflöten. Aber ich habe vorhin entdeckt, ich habe jetzt die Antenne schon draußen hier, da unten war diese Antenne mit einem Sprengring versehen.
dieser Sprengring soll eben das verhindern, dass ich die Antenne rausziehen kann gänzlich, ja. Das ist hier dieser Sprengring da, den kann man ganz einfach runter machen. Und der ist eben dafür zuständig, dass man nicht die Antenne ganz rausziehen kann. Ja, eigentlich eine gute Sache, ja. Naja, jetzt haben wir hier unsere neuen, was heißt neu, unsere Gebrauchtantennen, die aber noch besser vom Zustand sind als diese hier. Jetzt legen wir mal die hier zum Beispiel nebeneinander hin und das passt doch recht gut, wenn ich das so zeige vom Gestänge her hier. Da hört das Gestänge hier auf und hier auch. Also die Antenne müsste passen. Ich baue die jetzt ein und dann sehen wir es ja gleich. Ja, jetzt habe ich die neue Antenne drinnen. Ich habe auch wieder den Sprengring draufgebracht. Das hat alles wunderbar funktioniert. Dann, hoppala, hat es das Batteriefach hier leider auch schon ein bisschen rostig da. Aber gut, es ist halt so. Hier die alte Antenne, zumindest das, was noch übrig davon ist. Und hier haben wir unsere neue Antenne. Hier drinnen, ja, wir können sie auch schön ausziehen. Das versuche ich jetzt mal hier mit einer Hand so einigermaßen irgendwie hier. Ja. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man nur eine Hand hat, aber wir kriegen das schon hin. So. Ja, ich ziehe es jetzt mal nicht ganz so weit aus. Aber was ich vielleicht mal kurz sagen wollte. Warum gehen jetzt solche Antennen eigentlich immer kaputt? Ja. Hier, hoppala, jetzt sind wir auf der Höhe. Ja, warum gehen die Antennen immer kaputt? Weil die Leute immer meinen, sie müssen die Antennen so mit der Hand und dann runterdrücken und einfahren. Daraus resultierend brechen diese Antennen ab. Ja, das macht man so nicht. Man tut eine Antenne nicht so einfahren, sondern man macht das so. Man nimmt hier die einzelnen Glieder und steckt die dann so rein. Ja, so geht keine Antenne mehr kaputt, wenn man das so reinschiebt. Das war auch immer schon ein Problem, diese Antennen. Ich glaube, ich weiß nicht, was so eine Antenne damals gekostet hat, wenn man sie beim Kofferradio gewechselt hat, aber ich denke mal, ja, 20 Mark für so eine Antenne wird man schon veranschlagen haben müssen damals. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall, wir haben da jetzt diese Antenne wieder eingebaut. Jetzt werde ich nochmal das Radio dann zusammenbauen. Das heißt, zuvor werde ich mich jetzt aber hier noch um das Gehäuse da kümmern, weil wenn ich jetzt schon das ausgebaut habe hier, dann kümmere ich mich mal um diese Flecken da, die da drin sind. Da, das schaut nicht ganz so toll aus. Vielleicht weiche ich das irgendwie ein oder so. Das könnte ich vielleicht machen. Vielleicht löst sich dann das ein bisschen einweichen, dass sich das dann löst. Ja, das werde ich jetzt erst einmal probieren, bevor ich das alles hier wieder schön zusammenbaue. Ja. Und dann haben wir wieder einen schönen Grundig. Ich meine, mei, das mit der Skala hier, ja, den Sprung da, mei, damit muss man sich abfinden, das ist halt so. Aber trotzdem hat man ein schönes Kofferradio. Ja, es hat halt leider kein Netzteil, aber mei, müssen wir halt einmal uns wieder so ein paar Blockbatterien mal zulegen. Ich habe tatsächlich keine mehr, weil, ja, so, man bekommt diese Blockbatterien auch nicht mehr überall. Das habe ich auch schon feststellen müssen. Also bei mir in der Gegend, ich wüsste jetzt ein Geschäft, wo man diese Batterien noch bekommt. Sicher. Also da weiß ich sicher, dass man sie bekommt. Aber sonst sieht man die nicht mehr so oft. Ja, die waren früher irgendwie verbreiteter. Wenn ich denke, wie viele Kofferradios es gibt, wo allein diese großen Blockbatterien drin sind. Ja, so muss man halt immer die Kofferradios erst einmal mit dem Labornetzteil ausprobieren, ob sie laufen, ja. Es ist leider so. Aber gut. Na, ich meine, früher war es ja grundsätzlich so, das Kofferradio war batteriebetrieben. Und wenn man Glück hatte, dann hat man ein Netzteil im Zubehörhandel damals kaufen können. Es gibt bestimmt auch ein spezielles Grundig-Netzteil wahrscheinlich für dieses Gerät, aber das war halt leider nicht dabei, ja. Naja. Aber trotzdem hier der Lautsprecher da. Ich mag eigentlich diese Grundig-Kofferradios recht gern. Mir gefallen sie auch vom Design her. Ich finde das schön hier mit dem Holz hier. Ich meine, gut, es ist dreckig jetzt, ist es klar. Aber hier unten der Grundig-Schriftzug, sofern es hier der Autofokus zeigt. Mir gefällt das Design. Ich finde es schön. Könnt ihr ja auch mal in den Kommentaren verlauten lassen, was ihr von diesem Radio halten tut. Ob ihr da eben so begeistert seid
wie ich oder ob er eher denkt, das ist ein Fall für den Elektroschrott. Ja, ich hoffe es mal nicht. Naja, also jetzt melde ich mich hier zurück, wenn ich die Sachen gesäubert habe. Nun ist der Grundig gereinigt und wieder zusammengebaut. Ich habe mich beim Reinigen am Ende dann doch dagegen entschieden, das Gehäuse einfach einzuweichen, weil innen drin auch noch von Grundig so Aufkleber waren mit Teilebezeichnungen und die wahrscheinlich dann hops gegangen wären und das wollte ich nicht. Deshalb habe ich dann einfach einen Glasreiniger genommen und damit ist es eigentlich auch ganz gut geworden. Also es glänzt wieder auch hier, da den Dreck, der da zwischen dem Lautsprechergitter war, ist weg. Mein Blick hier auf die Skala, die ist eigentlich auch wieder ganz schön geworden hier. Wenn man jetzt schaut, der Riss, er fällt jetzt nicht so ins Auge. Also ich finde, das ist eigentlich sehr schön geworden, das Radio, so wie es jetzt hier vor mir steht. Ja, wir haben unsere neue Antenne drin und unseren Knopf. Ich finde, wir haben da wirklich aus diesem Radio wirklich wieder ein tolles Kofferradio gemacht. Mit, ich sag mal, verhältnismäßig wenig Aufwand. Es war ja eigentlich nicht viel zu machen am Radio. Zum Schluss testen wir das Ganze noch. Mal wieder hier mit dem Labornetzgerät hier, weil ich immer noch keine Batterien gekauft habe. Also dann, bis gleich. Also ich habe das Labornetzgerät jetzt am Radio angeschlossen. Und wir können nun auch schon hier auf UKW Sender empfangen hier. Das Schulverwaltungsprogramm des Landes. Ich mal ein bisschen lauter machen. Und auch die Noten von 33.000 Pflichtschülern gespeichert sind. Das könnte jetzt dazu führen, dass die Zeugnisse einfach mal handschriftlich verfasst und zum Schulschluss ausgehändigt werden. Bisschen wieder hier das UKW-Band durch. Brutalen Morden in der Ukraine. Testanforderungen erfüllt bis hin zur Haltungsform Bio. Das Label soll Konsolen. Viele Elektrogeräte müssen spätestens in 2 Jahren eine einheitliche Ladebuchse haben. Darauf haben sich jetzt Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments. Ja, ja, auf UKW können wir also einiges hören. Hier, ich muss mal schauen. Radio Austria. Grad A8 München Richtung Salzburg zwischen Neukirchen und Anger. Da gab es den LKW-Unfall. Ja, jetzt schauen wir mal auf Kurzwelle. Da, vielleicht können wir, am Tag könnten wir auf Kurzwelle ja ein bisschen was reinbekommen. Mittelwelle schaut ja schlecht aus. Schauen wir mal, was auf der Kurzwelle los ist. Aber etwas können wir hören auf der Kurzwelle. Schauen wir mal in Langwelle, was die Franzosen so machen. Eher verhalten heute, aber gut, ich meine, wenn ich am Abend jetzt mal schauen würde, da wird schon mehr kommen. Es bilden sich na gut. Dadurch ein Stress in die Knie und heftig ausfallen. Naja, auf jeden Fall kann man mit dem Radio doch durchaus zufrieden sein. Ich freue mich dran. Ja, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sag einfach bis zum nächsten Video dann. 13.04 Radio Salzburg Verkehrsinformation.